Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier Roger Köppel. Ich begrüße Sie ganz herzlich, wie immer, zu meinem wöchentlichen Ausblick auf die neue Ausgabe der Weltwoche. Wie gefährlich sind die sogenannten Populisten? Stellen sie eine Bedrohung dar für unsere Demokratien oder haben sie ihren Zenit bereits überschritten? Dies ist das Thema meiner einleitenden Bemerkungen und dies war das Thema eines prominent besetzten Panels am Wiener Burgtheater am letzten Wochenende, wo ich teilnehmen durfte, unter anderem dabei im vollbesetzten Saal Österreichs SP-Bundeskanzler Christian Kern. Ja, was hat es jetzt mit diesen sogenannten Populisten auf sich? Ist ja ein Dauerthema in den Medien. Erstens, hört auf mit diesem Begriff. Populismus ist heute ein leerer Kampfbegriff geworden, mit dem herrschende Kreise, Elite in Medien, Wissenschaft, Politik einfach alles anschwärzen, was ihnen nicht in den Kram passt. Die anderen, Andersdenkende, die Opposition, Meinungen, die irgendwie unerwünscht sind. Das bringt nichts. Man kann das machen, aber indem man den anderen diffamiert, das wissen wir in der Schweiz, lösen sie höchstens eine Trotzreaktion aus. Hier haben wir gelernt, Populisten, sogenannte, grenzt man nicht aus, man schwärzt sie nicht an, man widerlegt sie. Und das ist auch nicht so schwer, weil es gibt ja wirklich ein paar Leute in der politischen Arena, auch wenn sie laut auftreten, heißt das noch nicht, dass sie notwendigerweise vernünftig auftreten. Zweitens, wie gefährlich sind Populisten? Gefährlicher als die Populisten, meine Damen und Herren, ist die Ausgrenzung von berechtigten Anliegen, die Populisten, sogenannte Populisten, vertreten und ihre Wähler und Unterstützer. Weil wenn sie etwas tabuisieren, wenn sie etwas ausgrenzen, dann fördern sie den Radikalismus. Beispielsweise Deutschland. Dort war es bis vor kurzem noch gar nicht möglich, einigermaßen zivilisiert, Vorbehalte anzubringen über Missstände im Asylwesen. Waren sie automatisch ein Nazi, ein Extremist und so weiter, wurden sie in die Ecke gedrängt. Was ist die Folge? Aufgestaute Aggressionen, Trotzreaktionen, brennende Asylheime, das bringt nichts und es ändert sich auch schon. Drittens, haben die Populisten ihren Zenit überschritten? Geht es bergab? So einfach ist es nicht. Was wir sehen ist, dass sich die herrschenden Kreise in Europa, die Regierung, sozusagen populistisch aufladen. Nehmen Sie Holland. Premier Mark Rutte hat sich fast bis zur Unkenntlichkeit im Wahlkampf an seinen Kollegen Geert Wilders angenähert. Er ist geradezu verwildert, könnte man sagen. Nehmen Sie Kanzlerin Merkel. Rechtsumkehrt in der Flüchtlingspolitik. Sie weiß ganz genau, wie sie der Alternative für Deutschland das Wasser abgraben kann. Ich bin überzeugt, die wird wiedergewählt. Oder nehmen Sie Marine Le Pen in Frankreich. Für mich die Politikerin, die ich am stärksten ablehne mit ihrem Programm, wo es wirklich aus meiner Sicht rassistische Elemente drin hat, vor allem aber auch ein sozial-nationalistisches Wirtschaftsprogramm, das in seinen Auswirkungen verheerend wäre. Auch hier glaube ich, die Kirche bleibt im Dorf, aller Wahrscheinlichkeit nach in Frankreich. Aber die Regierungen haben sich zum Teil bereits etwas bewegt und eben Anliegen der Leute, die zum Teil bis vor kurzem nur exklusiv von den sogenannten Populisten vertreten wurden. Die Regierungen haben eben diese Anliegen zum Teil aufgenommen. An vielen Orten nur rhetorisch, nur ein bisschen, man hat sich ein paar Millimeter bewegt. Aber auch das für mich eigentlich ein vorsichtig optimistisches Zeichen. Also mein Plädoyer in dieser unseligen Populismusdebatte, hört mit dieser Begriffskeule auf, das bringt sowieso nichts. Redet mit den Leuten, diskutiert mit ihnen und widerlegt sie oder nehmt die berechtigten Anliegen auf. Und nun zu der Ausgabe, die vor uns liegt. Titelgeschichte: Der Papst räumt ab, mit einer aus meiner Sicht wunderschönen Karikatur von Morton Morland. Hier der Papst auf einer Abrissbirne, Franziskus, so eine Art Medienstar, aber nach Auffassung unseres Autors Matussek eine Gefahr für die katholische Kirche. Immer mehr Widerstand gibt es. Wir hatten ein zweites Titelthema vorbereitet. Ich werde Ihnen auch hier die Covervariante zeigen. Etwas satirischer. Pussyhead-Diplomatie. Unser Außenminister
Didier Burkhalter mit dem klassisch rosaroten Sujet, hier noch der Button Pascal Beriswil, ein ja, pointiertes Bild, das aber genau auf den Punkt bringt, worum es geht. Unser Außenminister hat eine neue Spitzendiplomatin jetzt, seit dem 1. April, Pascal Beriswil. Sie führt das EU-Geschäft, sie ist dort tonangebend. Wir haben rekonstruiert, wer diese Frau ist. Und, ich muss also sagen, diese Biografie hat es in sich, die stand also noch weiter links als die frühere ja, kommunistische Politikerin Anita Fetz, die heute Ständerätin ist für die SP. Frau Beriswil, eine wirklich dezidierte Feministin, sie war gegen den sogenannten Neoliberalismus, kapitalismuskritisch, auch technologiekritisch im Bereich der Gentechnologie. Das ist jetzt also die Frau, die für den Industrie-, Pharma- und Forschungsstandort Schweiz in Brüssel die Kastanien zum Feuer herausholen soll. Da bin ich ja mal gespannt. Kontrastprogramm in dieser Ausgabe, großes Special Literatur, wie jeden Monat, und dort eine Perle. Mein Freund und Kollege Matthias Ackeret, selber Schriftsteller, hat eine wunderschöne Würdigung seines Freundes Martin Walser geschrieben. Ich hoffe, Sie finden etwas, hat noch viel mehr Themen drin. Ich lasse es hier mal stehen, wünsche Ihnen eine schöne Woche, freue mich auf Ihr Feedback und auf ein Wiedersehen in 7 Tagen. Ganz herzlichen Dank.